Ja, hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch ein paar iPhone 10 Hüllen von Spec. Viel Spaß! Bevor wir zu den Hüllen kommen, habe ich noch ein sehr, sehr lustiges Video gefunden. Und zwar von dem Kanal Senioren Zocken. Da haben Omas ein High-Performance-Notebook von Medion ausgepackt. Und das Video ist wirklich lustig geworden. Spätestens bei den technischen Daten musste ich anfangen zu lachen und ich glaube, ihr müsst das auch. Finde ich wirklich gut, dass auch mal ältere Herrschaften sich Technik anschauen wollen und nicht nur eben so junge Leute wie ich. Ihr könnt so ein Teil sogar noch gewinnen, also schaut mal in die Beschreibung, dort habe ich das Video verlinkt oder klickt einfach oben rechts in der Ecke und schaut euch das Video sofort an. 100 GB HDD. Ja, kommen wir dann zu den Hüllen mal zurück. Hier habe ich die ganzen Hüllen, die ich zugeschickt bekommen habe. Es sind 9 Stück an der Zahl. Schon mal großes Dankeschön an Spec dafür. Es sind wirklich sehr, sehr coole Hüllen dabei. Ich fange jetzt mal mit den verschiedenen Linien an und Designs, die es so gibt für das iPhone 10. Als allererstes habe ich die stabilste und robusteste Hülle, die es bei Spec derzeit gibt. Und das ist das Presidio Ultra. Aus 4,6 Metern ist das Ganze getestet worden und das iPhone überlebt. Wie ihr auch sehen könnt, haben wir hier 4 Schichten, die Schock absorbieren sollen bei einem Sturz und so weiter. Heißt, das iPhone ist da wirklich todsicher drin. Ja, so sieht die Hülle aus. Der Vorteil bei diesem Modell ist eben, wir können uns dazu entscheiden, etwas weniger Schutz zu nehmen und dafür eine dünnere Hülle. Oder wir machen dann komplett Schutzrahmen dran und den Holzer noch und haben dann eben kompletten Schutz. Und dann sehen wir, das Ganze sieht auch so schon relativ schick aus. Und das können wir theoretisch auch so schon einzeln als Case nutzen. Allerdings wollen wir natürlich die Maximum an Schutz haben. Deswegen machen wir hier jetzt noch einmal den Bumper mit außenrum, der nochmal deutlich den Schock absorbiert, wenn das iPhone auf den Boden fällt. Und wie man sieht, das Ding ist einfach jetzt mörderfett und sollte jeden Sturz überstehen. Ja, als nächstes haben wir dann noch ein Holster, was wir nehmen können. Da können wir dann das iPhone immer hier so reinsnappen und können das Ganze dann hier hinten verstellen, uns an den Gürtel machen, an die Tasche machen, an den Rucksack machen, so wie wir das eben haben wollen. Wir können hier den Winkel auch noch rumdrehen, damit wir eben in allen Positionen das anbringen können. Wir können das iPhone so rum da reinmachen, dann andersrum können wir das Ganze auch nochmal reinmachen und das iPhone ist da drin top geschützt und auch ohne Holster sollte das Ganze jeden Sturz überstehen. Als nächstes habe ich dann 8 verschiedene Cases, die von derselben Serie sind, aber immer einen kleinen Zusatz haben, der die unterscheidet. Und zwar habe ich hier ganz am Anfang das ganz normale Presidio. Das ist die Standard-Case, die es in verschiedenen Varianten gibt. Sieht dann eben genauso aus wie diese Variante hier, eben in verschiedenen Farben. Dann haben wir noch die verschiedenen Optionen Presidio Show. Dann ist eben die Rückseite komplett durchsichtig, damit ihr das iPhone sehen könnt. Dann haben wir noch hier Presidio Clear. Das ist eine komplett durchsichtige, transparente Hülle. Dann haben wir noch eine Presidio Metallic Edition. Da haben wir dann eben eine schöne Metallic-Farbe, Metallic-Lack auf der Rückseite, die wirklich sehr, sehr schick aussieht. Als nächstes haben wir dann 2 verschiedene Clear plus Print Varianten. Da haben wir dann verschiedenste Sachen drauf gedruckt. Da gibt es auf der Website verschiedene Muster, die ihr aussuchen könnt. Ich habe hier eben eins mit Fahrrädern und einmal hier mit so Blättern. Sieht wirklich wunderschön aus, so in echt. Ist auch wirklich, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Und dann haben wir nochmal was, was für die Mädchen vielleicht interessant ist. Und zwar haben wir hier Presidio Clear plus Glitter. Da haben wir in der Hülle drin Glitzer-Dinger, damit das wirklich glitzert und für Mädchen attraktiv ist. Ja, die Hülle, die hat es meiner Freundin sofort angetan. Die wird sie auch sofort nutzen, wenn sie ein iPhone 10 hätte. Und ja, es fühlt sich absolut glatt außen an. Innen ist es genauso glatt, aber es sieht eben aus, als wenn das komplett ja mit Glitzer bedeckt ist und eben sieht ein bisschen rau aus. Aber ist in diesem Pinkton eben. Wir haben hier auch eine normale transparente Variante mit etwas Glitzer drin. Und ich denke mal, das ist perfekt für die Mädchen. Alle Hüllen wurden getestet. Hier diese ganzen Presidio Clear und Glitter wurden bis 2,5 Meter getestet. Diese 3 Varianten hier, die sind etwas robuster. Die wurden sogar auf 3 Meter getestet und verifiziert und bieten natürlich optimalen Schutz für euer iPhone. Ja, im Grunde sind die Hüllen alle dasselbe von
vom Aufbau her, vom Material her. Die sehen allerdings alle etwas anders aus. Wir haben eine ganz normale transparente Variante. Wir haben eine Variante mit Hartplastik auf der Rückseite. Die Hüllen gibt es alle zwischen 20 und 30 Euro auf Amazon. Die habe ich natürlich alle in der Beschreibung verlinkt. Gibt auch wirklich sehr, sehr coole Farben. Wir haben hier in dieses Metallic zum Beispiel nicht nur in diesem Mintgrün, sondern auch in einem wirklich coolen Lila-Ton, was mir auch wirklich sehr, sehr gut gefällt. Dann haben wir hier die normale Presidio-Hülle. Haben wir jetzt hier eben in diesem Navy-Grün, was auch wirklich sehr, sehr cool aussieht, wenn man Fan ist von diesem Grünton. Aber gibt es natürlich auch in Weiß oder Schwarz, was natürlich noch viel schlichter ist und natürlich auch wirklich schick aussieht. Was wir an den Ecken jeweils noch haben, habe ich noch gar nicht gezeigt. Wir haben an jeder Ecke nochmal so Schockabsorber, damit das wirklich bei jedem Sturz optimal geschützt ist. Das waren jetzt alle Hüllen von Speck, die mir zugeschickt wurden. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, welche Hülle euer Favorit war. Denn ihr könnt jetzt alle Hüllen, die hier liegen, gewinnen. Denn ich brauche die alle nicht mehr. Deswegen verschenke ich sie einfach an euch. Ihr könnt insgesamt 9 Hüllen gewinnen. Ich suche 9 Gewinner aus unter den Kommentierenden. Also schreibt einfach, welche Hülle ihr am coolsten findet, euch am besten gefällt. Und dann könnt ihr die vielleicht gewinnen. Ja, das Gewinnspiel läuft 2 Wochen. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Für weitere Videos könnt ihr gerne auf Abonnieren klicken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.